Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Angespielt. Wir testen mal das Spielchen Deadside. Ein Survival-Spiel, was sich noch in der Early Access befindet. Einstellungen sind soweit eingestellt. Leider gibt es keinen Singleplayer, das heißt, wir müssen uns einen Server suchen. Wenn ich so gleich einen gefunden habe, sehen wir uns sofort wieder. So, wir haben uns einen Server ausgesucht. Ich werde jetzt nicht verraten, auf welchen. Dann kommen wir doch mal zu der Charaktererstellung. Ich glaube, im Endeffekt ist es egal, wie unser Charakter aussieht. Wir wollen das Spiel ja auch nur erstmal antesten. Was kann man zu Deadside sagen? Deadside soll ein Survival-Spiel sein, in dem die normale Weltordnung zusammengebrochen ist. Es soll ein Survival-Game im Stil von DayZ sein, aber ohne Zombies. Ich glaube, das klingt ganz interessant. Es gibt sogenannte Safe Zones, dazu komme ich später auch noch. Ich habe noch gar keine Ahnung, worauf ich mich hier überhaupt einlasse. Aber schauen wir doch mal. Es wird auch nur ein kurzes angespielt, also nicht wie sonst über 3-4 Folgen. Eine Folge sollte, glaube ich, erstmal reichen, um einen kleinen Einblick zu kriegen. Vielleicht auch 2 Folgen. Auf jeden Fall sind die Ladezeiten, ich wollte gerade sagen, ziemlich lang, aber es geht eigentlich sogar. Okay, wo sind wir hier? Wir haben Aktivität im Sektor, einfache Missionen fehlgeschlagen. Was? Was für eine Mission? Wir haben ein Messer, wir haben ein Feuerzeug, wir haben eine Schaufel. Und wo sind wir hier? In Pokrov. Sichere Zonen. Okay, die grünen Bereiche sind sichere Zonen. Rot sind Missionen. Gelb sind Events. Spieler, Leiche. Schauen wir mal, wie wir uns hier zurechtfinden. Können wir irgendwie in die Third Person wechseln? Ansicht umschalten, mittlere Maustaste. Okay. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Können wir damit zuschlagen? Nein. Wir können damit graben. Okay, müssen wir F gedrückt halten. Aktivität im Sektor. Schwierige Mission fehlgeschlagen. Was für eine Mission? Neue Mission verfügbar. Ich will doch erstmal wissen, was wir hier überhaupt machen können. Ich habe auch erstmal nur einen PvE-Server ausgesucht. Verkäufer ist nicht mehr verfügbar. Okay. Gut, wissen wir. Danke, Spiel. Ich habe jetzt extra noch keinen PvP-Server genommen. Wer mich schon ein paar Mal zugeguckt hat, weiß, ich bin nicht unbedingt der größte PvP-Fan. Bäume fällen. Können wir das? Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Wir müssen uns wahrscheinlich erstmal Ausrüstung zusammensuchen. Hier haben wir eine Straße. Gucken wir mal auf die Map. In 978 Meter haben wir einen Helikopterabsturz. Okay. Gehen wir dahin. Da ist Gorki. Majak, Stepno, Krasno, Balota, Krivets. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir gehen erstmal in die grüne Zone. Schauen, was wir dort machen können.
Können wir was anzünden? Nein, wir können Licht machen. Mit dem Feuerzeug können wir Licht machen. Okay. Können wir wahrscheinlich später irgendwie Lagerfeuer anzünden oder sowas. 9 Konvoi entdeckt. Wo denn? Möchte ich eigentlich gar nicht wissen. Ach, da oben ganz. Möchte ich eigentlich gar nicht wissen, denn ich möchte erst einmal wissen, wo müssen wir hin, was müssen wir machen. Und ich muss sagen, optisch, es geht besser, aber es geht natürlich auch viel, viel schlechter. Und dafür, dass das Spiel noch in der Entwicklung ist, finde ich, sieht es in Ordnung aus. Wir haben eine sichere Zone erreicht. Können wir hier irgendwie hochklettern? Anscheinend nicht. Okay, mit Q und E können wir uns... Können wir ein bisschen zur Seite gucken? Mit C crouchen wir. Mit Shift rennen wir. Mit Steuerung laufen wir langsam. Ach, okay. Können wir das Messer wegpacken? Und dann irgendwas angreifen oder wenn wir die Angriffstaste drücken, holt unser Charakter das Messer auch direkt wieder raus. Okay. Was haben wir hier? Eine rote Fahne. Wow. Ich würde gerne wissen, was wir machen müssen. Ich denke, ich bin in der sicheren Zone. Ich dachte, ich bin in einer sicheren Zone. Was soll denn das? Ach, da hinten ist die sichere... Hinter den roten Fahnen ist die sichere Zone. Wo sind sie? Ich werde doch definitiv nicht... Ich werde die doch nicht mit dem Messer ausschalten können. Nein, nein, nein. Ich habe tatsächlich ihn ausgeschaltet. Okay, wo ist sein Kumpel? Wo ist sein Kumpel? Immer in Bewegung bleiben. War hier noch einer? Oh, wir können ihn durchsuchen. Was hat er denn dabei? Oh, eine Trainingsjacke. Die nehmen wir mit. Eine Trainingshose, die nehmen wir auch mit. Ausrüsten. Den Rucksack nehmen wir mit. Die Hose nehmen wir auch mit. Das Gewehr nehmen wir auch mit. Oh, sogar mit einem. Sogar mit einem Visier. Okay. Was hat er? Er hat eine Jacke. Bomberjacke. Packen wir uns erstmal. Haben wir keinen Platz mehr?
So, ausrüsten. Oh, 7 Plätze. Die hat 5 Plätze. Tauschen wir doch direkt mal aus. Dieser Platz ist bereits belegt. Das Gewehr nehmen wir mit. Die Hose nehmen wir mit. Die Bomberjacke nehmen wir auch mit. Nehmen wir nicht mit. Können wir aber zerreißen. Können wir den auch zerreißen? Ja. Okay, wir haben Geld. Anzahl 4. Wir haben Lappen. Was können wir mit den Lappen machen? Wir können uns doch bestimmt sowas wie Verbände machen, oder? Aber erstmal da vorne hin. Erstmal da vorne hin. Hier sind wir, glaube ich, in einer sicheren Zone. Hier, was können wir machen? Wir können Holzbretter machen. Brauchen wir Nägel und Holzbretter. Wir können einen improvisierten Rucksack machen mit Seilen und Lappen. Eine Taschenlampe haben wir die Sachen nicht für. Eine Notrufbarke. Gebrochenes Funkgerät. Ein Richtungsfinder. Ein Lagerfeuer brauchen wir Holz für. Wir können Sprengladung machen. Gucken wir erstmal Medizin. Oh, mit Lappen können wir. Oh, und Wundbenzin. Wir haben kein Wundbenzin. Okay. Wir haben noch gar nichts. Wir brauchen Holzbretter. Wir brauchen Wundbenzin. Wir brauchen Nägel. Draht. Wir brauchen eigentlich noch alles. Was haben wir da? Ein S85. So. Können wir das zerlegen? Wir können es entladen. Können wir. Können wir das irgendwie? Nein, können wir nicht. Okay, wo kriegen wir Holz her? Vielleicht. Okay, nein, so nicht. Gucken wir mal nochmal auf die Karte. Haben wir hier irgendwo Händler? Auf jeden Fall sieht das Spiel schon mal interessant genug aus, dass man das vielleicht auch im Stream mal spielen könnte. Mit mehreren Leuten auch mal zusammenspielen könnte. Ich hoffe. Das sind gute. Bist du ein Netter? Ich glaube, du bist ein Netter, oder? Reisen. Okay, wohin können wir reisen? Ach was, wir können zwischen den grünen Sektoren hin und her reisen. Gut zu wissen. Schon mal sehr, sehr gut zu wissen. Können wir Fahrzeuge benutzen? Ah, wahrscheinlich deren Fahrzeug nicht. Und wir heilen auch nach einer Zeit anscheinend von selber. Auch schon mal gut zu wissen.
trotzdem keine Ahnung, wo wir unsere Sachen herkriegen, was wir so brauchen, um zu überleben. Wir brauchen bestimmt auch Nahrung. Wir haben Dosen-Ananas. Wir haben noch genug Munition. Hauen wir uns erstmal ein paar Dosen-Ananas rein. Lecker. Was ich mir hier wünschen würde, wäre vielleicht ein kleines Tutorial. Anstatt nur Learning by Doing, wäre ein kleines Tutorial vielleicht sogar angebracht, dass man weiß, so machst du dir Verbände, so machst du dir Essen oder so machst du Holz, so machst du dir Werkzeuge. Können wir hier durchlaufen? Nein. Da laufen wir gegen eine unsichtbare Wand. Was wird mich das in Kosten zu reisen? Nach Kai. Reisekosten 3. Nicht genug Marken, okay. Schauen wir nochmal auf die Map. Spieler, Leiche, taktische Marker. Da haben wir einen Helikopterabsturz. Dort haben wir eine Abwurfzone, der kleine Fallschirm. Ach komm, wir gucken uns einfach mal den Helikopterabsturz an. Oder haben wir hier noch irgendwas anderes Interessantes? Soweit ich das sehen kann, nicht. Müssen wir nur vorsichtig sein. So, da vorne wurden wir gerade beinahe überfallen. Aber nicht nur beinahe, wir wurden ja überfallen. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, so ungefähr. Wir folgen einfach mal der Straße hier. Neue Mission verfügbar. Okay, wie kriegen wir hier Missionen? Wahrscheinlich diese roten Markierungen in 441 Meter Entfernung. Und wie viel noch? 373. Bitte lass hier jetzt keine feindlichen NPCs sein. Mit feindlichen Spielern stelle ich mir das nochmal doppelt so anstrengend vor. Das ist jetzt ja nur PvE. Können wir das durchsuchen? Nein. Oh, was ist das? Was ist das? Was haben wir da gefunden? 12x70, ist das Munition? Hat da gerade einer auf mich geschossen? Da liegt auch noch was. Ein gebrochenes Funkgerät. Ich würde gerne wissen, was man damit machen kann. Okay, wir können es zerlegen. Da kriegen wir elektronische Teile. Gut zu wissen. Jetzt muss man mir nur noch sagen,
was ich mit den elektronischen Teilen machen soll. Oh, und da hat man einfach so ein flaches Bild, einfach die flache Grafik von irgendwelchen Flaschen und Dosen versucht hier einzufügen. Okay, es ist ja auch noch in der Entwicklung, das Spiel. So, elektronische Teile, die stapeln wir natürlich. Ersatzteile. Wofür sind die? Dinge. Ersatzteile. Dann zum Beispiel für eine Taschenlampe. Oder für einen Richtungsfinder. Ah, ein Funkzünder. Wir können uns einen Funkzünder machen. Brauchen wir wirklich gerade einen Funkzünder? Wir haben ja nicht mal Bomben, die wir auslösen können. Wir bräuchten eigentlich erstmal Wundbenzin. Da hat doch wer die Sitze aus dem alten Kino geklaut. Bestimmt eine Stolperfalle bauen. Das riecht doch da oben nach einer Falle. Wenn wir jetzt hochgehen, werden wir doch bestimmt von irgendwo unter Beschuss genommen, oder? Wir werden trotzdem gucken. Ich sehe hier auch niemanden. Hier wird doch bestimmt irgendwo was liegen. Irgendwas, was wir gebrauchen können. Hier auch nicht. Ah, noch sieht das hier alles ziemlich leer aus. Oh, da liegt was. Nägel. Wir haben Nägel gefunden. Oh, was ist das? Eine Jagdweste? Haben wir mehr Inventarplätze? Sehr schön. Da packen wir die Munition rein. Die Nägel packen wir in den Rucksack. Genau wie in den Draht. Das heißt, wenn wir jetzt noch eine Säge und Holz hätten, könnten wir uns zum Beispiel Holzbretter machen. Aber wir brauchen Wundbenzin. Oder Fussel. Können wir uns Fussel machen? Nein, können wir nicht. Oder Wodka. Irgendwas zum Sterilisieren. Oh. Wie zum Beispiel diesen Wodka. Haben wir schon mal einen sterilen Lappen? Wow. Wow, wir haben zwei sterile Lappen sogar. Und mit diesen zwei sterilen Lappen. Können wir uns doch bestimmt unsere Wunden verbinden, oder? Ah, okay, Maustaste.
Jetzt noch etwas mehr Wodka. Ein paar Bretter. Und vor allem was zu essen. Was zu essen wäre auch nicht schlecht. Das Auto sieht auch schon ziemlich ausgeschlachtet aus. Haben wir hier denn auch wilde Tiere oder so? Oder haben wir hier einfach nur Waldgebiet? Hier und da sind ein paar Gebäude und NPCs. Aber sonst keine Bedrohung. Neuen Konvoi entdeckt. Auf jeden Fall haben wir in nicht mal mehr 200 Metern Entfernung eine Mission. Komm, die Mission will ich mir noch angucken. Dass wir zumindest schon mal einen kleinen Einblick in der Zeit hatten. Vielleicht sollten wir hier nicht unbedingt direkt reinstürmen. So einer und da auch. Headshot. Nein, keine Munition mehr. Ach doch, einfach nur nachladen. Okay, ich dachte, das macht er automatisch. Wirklich ein mieser Schütze. Ja, komm, ja, komm. Komm aus deiner Deckung raus. Hat er keine Munition mehr? Erwischt. Autsch. Nein. Okay. Erste Mal gestorben. Da ist die Leiche. Ein Respawn-Punkt auswählen. Ja, wo können wir denn respawnen? Bei den gelben Punkten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was soll ich von der Zeit halten? Es ist definitiv kein Scum, es ist definitiv kein DayZ. Aber es hat schon mal einen interessanten Ansatz, auch wenn, wie gesagt, es fehlt ein Tutorial, definitiv. Dass einem zumindest kurz gezeigt wird, hier, das und das musst du machen. Was haben wir da denn gefunden? Maschinenöl. Und, eine Kreissäge. Können wir die ausrüsten? Nein. Wir können sie aber zerlegen und haben keinen Platz dafür, für die Ersatzteile. Wir müssen erstmal unsere Ausrüstung wieder kriegen.
Oder irgendwo neue Ausrüstung finden. Es ist kein DayZ. Es ist kein Scum. Aber es ist schon mal ein interessanter Ansatz. Und es ist, wie gesagt, noch in der Early Access. Also wir dürfen noch nicht zu viel erwarten. Ich könnte jetzt natürlich... Oh, ein Helm. Ich könnte jetzt natürlich das Messer liegen lassen und eine Pistole mitnehmen. Oder einfach die Trainingsjacke anziehen und dann die Pistole mitnehmen. Natürlich haben wir nicht genug Platz. Eine Hose und noch ein Rucksack wären gut. Was haben wir da? Ein Blumentopf. Da haben wir noch Munition. Ach komm, wir lassen die elektronischen Teile fallen. Nehmen lieber die Munition noch mit. Keine passenden Plätze für den Gegenstand gefunden. Das fallen lassen, das fallen lassen, das ausrüsten. Das Maschinenöl nehmen wir mit, die Waffe nehmen wir mit, die Hose nehmen wir auch mit, und zwar in Form von Stofffetzen. Können wir... Ach komm, die Pistole lassen wir hier. Ich wollte gerade sagen, können wir die Pistole zerlegen, aber anscheinend nicht. Ja, ausrüsten bitte, danke. Okay, wir müssen uns entscheiden. Entweder eine Pistole oder ein Messer. Auch schon mal gut zu wissen. Ich glaube, derzeit versucht das, was viele Spiele versuchen. Kann man, glaube ich, ganz gut so zusammenfassen. Ich glaube, derzeit versucht das, was viele Spiele versuchen, nämlich ein bisschen wie DayZ zu sein, aber auch etwas anders zu sein. Nämlich, dass es nicht dieses klassische Zombie-Survival ist, sondern Survival gegen Menschen und gegen NPCs, oder wenn man PvP spielt, halt gegen andere Spieler überleben. Das nehmen wir mit, das Messer. Das nehmen wir auch mit. Oh, was ist das? Eine andere Pistole. Munition 9x18, geladen 8. Wenn ich mich jetzt mit Waffen auskennen würde, wäre das ganz schön. Und da hat doch jemand seinen Staubsaugeraufsatz vergessen. Also Waffen liegen hier genug rum. Warum bin ich nicht vorher in irgendwelche Häuser reingegangen? Weil ich nicht wusste, wo ich hin muss. So, die packen wir dahin. Das ist die Nummer 3. Bäume fällen können wir anscheinend nicht. Oder wir müssen länger
auf die Bäume einklappen. Allein das wäre schön zu wissen. Wie kommen wir an Holz? Ist es das klassische Bäume fällen oder müssen wir Holz kaufen? Können wir nur bestimmte Bäume fällen, wie zum Beispiel diesen etwas auffälligeren Baum? Auch anscheinend nicht. Holen wir uns mal unsere Sachen wieder und dann gucken wir uns mal eine Mission an. Also es ist schade, man wird hier komplett ins kalte Wasser geworfen. Klar, es ist Survival. Man muss überleben, das ist mir klar. Aber ich hätte schon gerne einen kleinen Leitfaden gehabt. Ich bin auch so schlecht mit Pistolen zielen. Ja, vielleicht kommen wir an unsere Ausrüstung, ohne dass die uns sehen. Waren ja gut genug hier in Deckung sonst. Haben uns nur einmal ganz kurz zu weit vorgewagt und waren verletzt. Erstmal den Rucksack. Dann die Weste. Da packen wir erstmal die ganze Munition rein und unsere Ersatzwaffe packen wir da rein. Nein, das Gewehr hatten wir. Und wir nehmen. Nee. Wir nehmen die Hose. Das Scope nehmen wir auch mit. Die Trainingshose wird zerrissen. Das Gewehr und das Scope. Lassen wir einfach erstmal hier, oder? Klar, können wir bestimmt irgendwie verkaufen. Oh, wir können erstmal ein paar Sachen hier stapeln. Haben wir noch 1, 2, 3, 4. Haben wir noch 8 Plätze frei? An Waffe anbringen? Können wir nicht. Lassen wir das hier. Feuerzeug haben wir, Messer haben wir. Ja, komm, wir nehmen einfach mal eben alles mit, oder? Nein, Quatsch. Okay, unsere Leiche zerlegen können wir nicht. Anscheinend. Hier liegt auch steht auch keiner mehr rum. Okay. Einmal kurz mit der Kamera hier um die Ecke gucken. Soweit wie es geht.
Wo sind die Leichen? Wo sind die Leichen von meinen Feinden? Wo ist mein Loot? Ich höre doch die Fliegen. Haben wir hier keine Leichen mehr? Ich sollte vielleicht auch etwas Ballast abwerfen. Oder einen Händler finden. Benzin können wir nicht mitnehmen. Okay. Gebrochene Taschenlampe. Elektrische Teile. Können wir damit was machen? Dinge. Gebrochene Taschenlampe, Ersatzteile, Batterie. Wir haben keine Batterie. Ich möchte die Waffe ungern hier liegen lassen, die andere Pistole, die wir gefunden haben. Nicht, dass wir die noch brauchen. Oder dass wir die verkaufen können. Aber dafür müssten wir erstmal einen Händler finden. Oh, was liegt da hinten? Das gucken wir uns gleich an. Wir lieber hier oben an. Was ist das? Noch eine gebrochene Taschenlampe. Nägel. Also schade, das ist komm, hier, die zerlegen wir. Dann haben wir schon mal ein paar Ersatzteile. Das ist schade, dass wir was wollte ich jetzt sagen? Ja, da war er weg. Oh, eine Batterie. Eine Batterie. Eine Axt. Wir können uns eine Taschenlampe craften. Haben wir schon mal? Haben wir schon mal Licht? Das heißt, wenn es dunkel wird, werden wir zumindest noch was sehen. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Es ist schade, wenn wir Sachen aufheben, die wir schon im Inventar haben, dass die sich nicht automatisch stapeln. Wenn hier den schönen Bürostuhl umgekippt. Hier sieht das sogar noch super gemütlich aus. Schön gepolstert. Da haben wir wieder eine flache Wasserflasche. Sackleinen. Er hat Sack gesagt. Oh. Ach komm, die zwei einzelnen Lappen, die lassen wir jetzt erstmal hier. Da ist die gute Wandfarbe von Aprilia. Wer
lässt denn sowas Gutes hier stehen? Fussel? Elektroteilchen. Genau, mit Fusseln konnten wir doch ein paar sterile Lappen herstellen. Jetzt können wir auch die anderen Stofffetzen doch wieder mitnehmen. Sacklein. Wofür ist Sackleinen? Ich hätte gerne eine Beschreibung. Noch eine gebrochene Taschenlampe oder ist die jetzt respawned? Die Axt, die lassen wir mal hier. Ich glaube, Nahkampf ist tatsächlich eine Pistole oder eine Nahkampfwaffe wie eine Axt besser. Eine Feuerwehr-Axt. Nehmen wir die doch mit. Das ist bestimmt viel besser als so eine alte, rostige Axt. So, Batterie, was ist das? Sprengstoffe? Nägel. Können wir was mit dem Sprengstoff machen? Dinge. Elektronische Teilchen, Ersatzteil. Machen wir mal einen Funkzünder, oder? Direkt hier fünf. Warum habe ich fünf Stück davon gemacht? Ach komm. Einer reicht uns. Einer reicht uns erstmal. Sprengstoffe, Funkgerät, Reparaturset. Ich dachte, wir können es damit irgendwie eine Sprengfalle bauen. Draht. Funkzünder. Wie gesagt, ein Tutorial wäre wünschenswert. Und dass sich die Sachen im Inventar stapeln, wäre auch wünschenswert. Aber das Spiel ist auch, wie gesagt, noch in der Early Access. Da haben wir noch ein paar Fussel. Dafür ist das Crafting-Menü eigentlich relativ leicht verständlich und überschaubar. Oh, ich habe Angst, hier rauszugehen. Also ist auf jeden Fall auch ohne Tutorial ist das Spiel auf jeden Fall einsteigerfreundlich. Kann man nicht anders sagen. Auch wenn der Loot, der hier gerade rumliegt, echt nicht gerade gut ist.